Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Forest. Heute wie angekündigt mit einem Inselrundgang. Hoi, aber vorher müssen wir dringend erst einmal schlafen. Nicht, dass wir hier noch ins Gras beißen durch Aufgierung. Das wäre äußerst ungut. Ja, vorher natürlich erst wieder essen und trinken. Jetzt allerdings bei Regen. Nein. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. So, dann kommt ein Steak auf das Feuer. Schnell mal in der Zwischenzeit was trinken gehen. So. Schön auffüllen alles. Ja, ich weiß, ist nicht das beste Wasser. Das hatten wir doch schon. Und zurück zum Essen. Ach, ehrlich jetzt. Einfach ausgegangen, der Dreck hier. Halt, paar Blätter zum Anheizen. Dürfte das Ganze doch wieder in Gang bringen hier. So, liegt das Steak jetzt nun drauf oder muss ich das? Nein, ich muss es nochmal nehmen. Dann halt nochmal das ganze Spiel. So, und das andere Fleisch im Rucksack hängen wir dann gleich an den Ständer dran, nehmen uns ein bisschen was Getrocknetes mit, so als Reiseverpflegung. Und dann laufen wir mal in Richtung, ja, in diese Richtung würde ich sagen. So schön hier am Strand entlang, erst einmal dahin, wo wir hergekommen sind. Können allerdings vorher hier noch ein bisschen was ins Regal legen. So, falls wir unterwegs noch ein bisschen was finden sollten. Zack. Vorrat angelegt. Und dann kann es auch schon losgehen, würde ich sagen. Und hier unten könnten wir uns dann später eigentlich auch eine schöne Treppe nach unten bauen. Nicht gerade der beste Weg. Zumindest zum Hochkommen schwierig. So, dann mal los hier. Haben wir den Speer? Jawohl. So, dann könnte ich noch ein paar Leuchthäute gebrauchen. So ein bisschen Rüstung ist sicherlich nicht verkehrt. Na, mal schauen, ob uns vielleicht unterwegs schon was über den Weg läuft. Aber ich glaube wohl eher nicht. Auch wenn ich hier hinter jedem Baum und hinter jedem Busch irgendetwas höre. Ich sollte vielleicht nicht zu rennen und die Augen ein bisschen mehr nach wild offen halten. Ja, genau sowas zum Beispiel. Ja, wo ist er hin? Fort. Einfach fort. Naja. Ja, immer kurz vorher sehe ich sie. Dann immer schon zu spät. Jetzt, nein, oder auch nicht. Tja, als Jäger muss ich noch einiges lernen. Die lautlose Jagd liegt mir wohl nicht so. Hier vielleicht noch was. Ja, toll, wieder übersehen, war ja klar. Aber jetzt. Nochmal lasse ich mich. Moment! Wer?
Ich sehe da noch keinen Handlungsbedarf. Ja, ich sag dann mal tschüss. Kommen uns echt hinterher. Das ist äußerst ungut. Mit der kleinen Axt hier wird das wohl nicht so wirklich was werden. Und vor allen Dingen nur zwei Rüstungsstücke. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Na los, da sollte sich doch noch was machen lassen hier. Seid ihr immer noch unterwegs? Sie scheinen von mir abgelassen zu haben. Na, ich hoffe doch einmal, dass das so bleibt. Ja, sieht gut aus. So, hier müsste doch auch bald mal irgendwas kommen. Irgendwo lag doch hier auch eine Yacht, die wir mal genauer inspizieren könnten. Aber wohl noch nicht hier. Überall sehe ich Gefahr. Und überall höre ich was. Immer mal wieder der prüfende Blick nach hinten. Hat schon so manchen das Leben gerettet. Ah, das ist mir doch noch vertraut. Irgendwie zumindest. Ja, liegt da einfach mal ein Boot. Und da werden wir auch gleich mal hinschauen. Hier vielleicht noch irgendetwas Interessantes am Strand zu finden. Oh, Schildis. Könnte ich mir auch noch einen Panzer mitnehmen? Jawohl. Zweiter Wasserspeicher wäre nicht verkehrt. Oh, da lagen doch sonst immer haufenweise Koffer rum. Das scheint wohl nicht mehr der Fall zu sein. Aber hier schon ein bisschen was. Oh doch, da liegt noch welcher. Ich habe nichts gesagt. So, du auch noch. Tja, war wohl eine schlimme Zeit. Kann man nichts machen. So, hier alles irgendwie dieselbe Koffer. War wohl eine Reisegruppe und haben alle beim selben Ausstatter gekauft. Was gibt's hier noch? Aha, eine Kassette. Und ja, das wird wohl das Boot sein, ne? Aber sonst scheint es das hier gewesen zu sein. Alles klar. So, bist du schon offen? Nein, du warst noch nicht offen.
So, gut. Dann werden wir mal nach drüben schwimmen. Gab es hier sowas wie fiese Meeresbewohner? Gab es hier Haie? Weiß ich gar nicht mehr. Zumindest Haie, die im Wasser schwimmen und nicht am Strand liegen. So, was gibt es denn hier Schönes? Ein Magazin. Summer Edition, Yacht. Aha. Alles klar. Kurz nochmal hier oben drauf schauen. Jawohl, Seil kann man immer gebrauchen. Hier noch mehr Seil. Oh, wunderbar. Ja, dann schauen wir doch mal rein. Aber so wohl eher nicht. So, zivilisierte Menschen nehmen die Tür. Aber wie es hier aussieht, muss man nicht wirklich zivilisiert sein. Ja. Der hat den Mund wohl etwas zu voll genommen. Sieht nicht so lecker aus, das Ganze hier. Aha, wird vermisst. So ist das. Zweimal Pfeffer und wo ist Salz? Tja. Oh, was gibt's hier? Den Kassettenspieler. Hören wir doch mal kurz rein. Nur mal kurz. Jetzt steppt der Bär. Jetzt rockt's hier. Ja gut, wir dürfen unsere Aufgabe natürlich nicht vergessen. Was gibt's hier noch? Speichern. Nein, wollen wir nicht. Oh. Was hier? I. Er, sie oder es, was auch immer. Sah auch nicht gerade hübsch aus. Und hier? Ein Teddybär. Tja. So, wir haben genug Alkohol oder was? Ja, dann basteln wir doch mal ein paar Molotows. So, können wir das auch mitnehmen? Und hier? Oh. Konnte man da nicht mal früher rein? Jetzt wohl eher nicht. Tja. Dann bleibt diese Tür wohl vorerst verschlossen. Schauen wir später noch mal vorbei. Vielleicht lässt sich da ja was regeln. So, das scheint es auf der Yacht gewesen zu sein. Zack, und wieder nach drüben. Und nicht allzu fern sollte eigentlich auch ein Topf zu finden sein. Nur wo genau war der jetzt? Ja. Schauen wir mal da oben zu diesem einsam wirkenden Baum. Ich dachte schon wieder, da steht jemand. Das wird wohl noch sehr häufig vorkommen, dieses Gefühl. Und wieder Koffer. Haufenweise Koffer. So viele Passagiere können doch in dem einen Flugzeug gar nicht gewesen sein. Sah zumindest nicht so aus, wenn ich so an das Intro denke. So, hier kommen wir wohl scheinbar gar nicht mehr hoch. Gut,
Nehmen wir halt den Weg davon. So, und jetzt erstmal zum Baum. Na, guten Überblick hat man zumindest hier. Kann uns keiner überraschen. Oder doch, von hinten. Ja, ist klar, ne? Ja, schrei dir doch deine Seele aus dem Hals hier. Zieht ab. Mit so vielen kann ich, glaube ich, gar nicht. Das ist äußerst schlecht. Also wenn die jetzt hierher kommen, bleibt mir wohl nichts als erst einmal ins Wasser zu springen. Gibt's hier was? Oh, rote Beeren sind nicht gut. Blaue Beeren. Auch nicht gut. Moment. Sind das überhaupt blaue? Ach, sind auch rote. Verdammt. Nun gut, dann halt nicht. Was steht hier noch Schönes rum? Ein bisschen Landschaftsdeko. Marke Ureinwohner. Und Ringelblumen. Ja, wer weiß. Kann man immer mal gebrauchen. Huch. Ja, das war's dann damit. So, dich nehme ich noch mit. Dich auch noch. Gibt es hier noch was zu sehen? Oder kann ich wieder gehen? Oh. Wieder sowas zum Aufsprengen. Können wir aber immer noch nicht kaputt machen. Tja, dann merken und beim nächsten Mal. Halt, Moment. Tausche ich da jetzt? Ja, tausche ich. Ich will. War es das? Nee. Ja, genau das will ich. So fühle ich mich wohl und so soll es sein. So, euch nehme ich noch mit hier. Alles, was in die Tasche passt. So, und dich hau ich noch weg. Muss doch nicht sein, sowas. So, und jetzt, was nun? Was soll ich tun? Auch noch ein paar gestrandete Haie. Oh, was gibt's da noch? Ein Zelt. Ja, da schauen wir doch noch mal schnell hin. Und wenn ich das so richtig sehe, geht die Sonne auch bald schon wieder unter. Ein äußerst schlechter Zeitpunkt, wie ich finde. Ich dachte schon wieder, dass da was steht. Und hier ist er doch, der Topf. Da haben wir ihn doch. Gut, hier können wir dann zur Not schlafen. So lange ist es nicht mehr. Dann könnten wir ja eigentlich, bevor wir die Folge beenden, noch mal kurz hier in der Umgebung rumschauen, ob es da was gibt. Aber das hier scheint wohl nur ein Anker zu sein. Dich habe ich doch schon kaputt gemacht. So, gibt es hier noch was in der Nähe zu sehen? Wahrscheinlich eher nicht. Gut.
dann halt eben nicht. So, hier noch ein bisschen die Taschen voll machen. Schauen wir noch mal kurz ins Inventar, ob wir da vielleicht nicht noch was zusammenbasteln können. Oh, hier noch was vergessen. Isolierband. So. Drei Rehfälle noch zur Verfügung. Was gibt es denn damit noch? Sperrtasche. Nein, da fehlt uns noch. Was ist das? Wildschweinfell. Ja, damit kann ich nicht dienen. Zweimal Hasenfell noch. Was gibt's da? Tja, ein Beutel. Würde ich sagen. Machen wir. Na. Ach Mensch, Leute. Das Hasenfell. Machen wir uns einen Bärenbeutel. Können wir jetzt zwar hier noch nicht auffüllen. Zumindest sehe ich nichts. Aber vielleicht dann in der nächsten Folge. Und auf dem weiteren Weg. Bleib hier. Moment. Ah, wieder 10 Gummipunkte. So, nun gut. Die Sonne ist fast unten. Dann können wir uns schon mal bereitstellen. So, genießen noch mal kurz die Aussicht. Ah, sehr schön. So, und ich bedanke mich wieder, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut. Macht's besser.